Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Guten Morgen, liebe Camper. Ich sitze wieder in meiner schönen, unordentlichen Werkstatt. Nein, ist nicht unordentlich. Das ist alles gut. Ich muss nach Karneval muss ich hier aufräumen. Ne? Die ersten zwei oder drei Mitarbeiter sind schon gar nicht mehr da. Das ist hier Hochburg. Karneval, wisst ihr alles. Karneval, was meinst du, was hier Samstag, Sonntag? Meine Frau, Kinder sind alle weg. Ich werde ein bisschen an meinem Auto bauen. Pass auf, scheiß Karneval. Guck mal, was wir hier wieder haben. Schaut mal. Ich habe viel, viel Geld bezahlt wieder hier für die Maschine. Ne? Ah, da kommen noch zwei, drei Maschinen. Also, weiß ich nicht, irgendwann habe ich eine Million nur für Maschinen, weil ich bin ja so bescheuert. Aber man braucht das. So, wir haben diese Maschine gekauft. Ist sehr teuer. Also wirklich, das Ding kostet Schweinegeld. Komm mal mit, wir haben uns diese Wände machen lassen. Ich will auch mal sagen, warum mache ich das? Das hat ja alles hier der Pascal gemacht, der hier hinter mir läuft. Pascal, wie war das damals? Erst waren es drei, ne? Dann kamen wieder zwei. Und keine Zeit. Und das ist mehr. Die Wand kostet jetzt 150 Euro mehr. Schaffen wir diese Woche nicht? Dann habe ich gesagt, Kinder, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Jetzt, wo sie merken, wir brauchen so viel. Zwei, dann drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, und dann habe ich ganz einfach gesagt, nein, Kinders, mit mir nicht. Ich mache die Wände komplett alleine. Das, was ihr hier seht, und das ist total beliebt. Jeden Tag stehen hier Kunden, jeden Tag. Na, dass der Kunde sieht, hier ist die Kombi, bla bla bla, Leistung, das ist der Solarregler und so weiter und unsere App und alles. Wunderbar. Und dann habe ich gesagt, wir bauen hier um. Wir bauen hier maßlos um. Noch größer, da kommen noch drei Wände dabei, da mit den Kühlschränken wird alles geändert, kommen auch noch drei bei. Riesengroßer Showroom. So, aber wir machen das selber. So, dann habe ich gesagt, dann kaufe ich so eine Maschine. Die Firma war auch draußen, du musst eine Einweisung kriegen, das kostet alles wirklich einen Haufen Geld. So, dann haben wir uns zwischendurch die Teddys immer machen lassen. Zum Teddy kommen wir jetzt. Das ist ja nun mal das Markenzeichen von WCS. Der Teddy wurde 2013, sagt meine Frau, heute Morgen geboren. Ne? Das ist schon geil. Ne? Das ist ja einfach nur geil, wenn du so eine Maschine hast. Das ist nun mal unser Markenzeichen. So, weißt du, was ich jetzt mache? So, fertig. Das ist eine Teddy-Maschine. So. Ja, das war damals eine blöde Geschichte. Wie kommt man da drauf? Stehst du morgens auf und hast einen Teddy. Ein Satz, bescheuert. Wir hatten 2012 oder 2013, ich weiß es nicht, über 10 Jahre, ein Auto gebaut, alles, ich vergesse den Tag nie. Und der Kunde hatte so ein Teddy am Armaturenbrett, der war weg. Die Jungs haben Radio eingebaut, da war ich noch im alten Betrieb. Aber die haben den Teddy bei dem Kunde in die Seitentasche getan, in die Türtasche, war ein alten Fiat Ducato. Der Kunde kam rein, sein Teddy ist weg. Und ja, hinterher, alles war gut und von seinem Enkel und ist sein Glücksbringer. Er muss den haben. Okay, dann sagt damals, zur damaligen Zeit, wie gesagt, vor, weiß ich nicht, 12 Jahren, wenn ich die Scheiße sehe, kann ich auch mal was zu erzählen hier, Kupplung. Sagt er, ich finde sowas schön, das sollten wir eigentlich auch machen. Wir machen das, weil wir das schön fanden. Also haben wir das vor 12, 13 Jahren, ich weiß es nicht mehr, haben wir das auch gemacht. Von denen sind, ich sag mal, 10.000 Autos und mehr unterwegs. Den gibt es jeden Tag. Es gibt kein Auto, was die Werkstatt verlässt. Und dann finde ich das von vielen Kunden auch nicht okay. Die kommen öfter. Da musste ich meine Jungs manchmal richtig im Popo treten. Die tun den im Handschuhfach für einen zweiten. Nein, das ist jetzt auf jeden Auftrag ist das dokumentiert. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist und bleibt exklusiv.
Dieser Teddy ist das Markenzeichen in der Branche von WCS. Das lässt meine Tochter machen. Man muss das leben, so ein Unternehmen. Du musst, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So, dann sagt meine Tochter, jetzt machen wir einen Charlie. Den haben wir aber im süddeutschen Raum machen lassen, weil wir nur 100 brauchen. Also made in Germany. Eine kleine Firma, die herstellt, auch richtig teuer. Also hier sitzt er. Darum haben wir auch hier drauf geschrieben, 10 Jahre Charlie. Der Teddy vom Kunde damals hieß Charlie. So, ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich finde sowas einfach, darum mache ich das jetzt auch hier. So, dann hat meine Tochter gesagt, fühl mal, das ist, merkst du sofort, merkt jeder. War auch nicht billig, weil es macht dir eine Stückzahl. Ich glaube, wir haben 80 Stück oder 90 Stück, ich weiß es nicht, Limited Edition. Wir entscheiden, wann wir immer einen rausgeben. Wir können nicht nächste Woche 20 Kunden kommen, ich will den Charlie. Nein, wir meinen da einer und da einer. Es sind nur, ich muss ja vorne fragen, 80 da. So. Und jeder Charlie trägt auch die Seriennummer, also diese Limited Edition Nummer. Das ist die Nummer 47. Ne? Das haben wir alles anfertigen lassen. Es ist nun mal das Markenzeichen von WCS. Guck mal, das ist die Nummer 58. Ne? Seht ihr? Das ist die Nummer 58. Dann haben wir die Dinger alle machen lassen. Ne? Muss ja machen lassen. Der Schlafanzug hier. Meine Tochter sagt, ja, und habe ich gemacht und hin, aber das ist so gut. Ich sag, das ist doch klasse, ich finde das schön. Findest du das nicht schön? Ich finde das geil. Auch hier die Mitarbeiter, die sagen, das ist so. So, hier unten steht groß drauf, Limited Edition. Alles, was mit dem Teddy zu tun hat, ist nun mal WCS. Da erkennt man uns dran. Ne? Und haben auch ganz, ganz viele Aufkleber, kriegen die Kunden immer im Auto. Bis jetzt noch keinen gehabt, der da nicht will. Wer da nicht, wir fragen die Kunden immer. Darum druck ich die jetzt. Ach Gott, ich laufe, die sagen, sonst ist der gelähmt. So, dann hatten wir die machen lassen. Da ist der Tobi ja einfach krankhaft Perfektionist, ne? Kann man so sagen, ne? Wo sind die? Hier. Nee, das sind schon... Na, hier. Da sagt der Tobi, die haben wir machen lassen, die will ich aber nicht, weil die, guck mal, das ist total ausgefranst. Das haben wir machen lassen, hat einer einen Schnellschuss gemacht. Da sagt der Tobi, das möchte ich nicht, schaut mal hier. Ja, das nur mal so am Rande. Wie ist es dazu gekommen? Wir lassen ja diese Hemdchen alles fertigen. Finde ich schön, dass auch so meine Töchter, so Familienbetrieb, da musst du Ideen haben, du musst, ja, guck mal, jeder Kunde, jeden Tag steht im Kühlschrank eine Flasche Sekt und hole ich 2000 Flaschen Sekt, das ist doch egal, das ist doch, ich will mich doch total von den anderen absetzen, total, will ich gar nichts mit zu tun haben, werden sowieso nur schlecht gemacht, ne? Und ja, wenn ich grün sehe, kriege ich so einen Hals, ich finde grün geil. Die neuen Vago-Klemmen, die Kollegen demnächst im Auto verbauen, sind auch grün. Die neuen Vago-Klemmen sind grün, wisst ihr Bescheid. Aber gut, muss man alles so hinnehmen und muss man drüber stehen, fertig aus. Ne? Aber wenn du den anpackst, dann merkt jeder, dass der Geld kostet. Packen an hier, das ist doch nicht normal. Wahnsinn, ne? Andere ist ein billigen, da holen wir ja auch Tausende von, aber das waren ja nur 80. Und wo kriegst du den mal her? Du willst den genau im Braun und der muss genau so aussehen und das muss so sein und da ist meine Tochter total penibel. Ja, und das hat sie im süddeutschen Raum bei einer Firma machen lassen. So, das ist die Nummer 58. Ja, das müsste ich ja nehmen. Ich bin von 58. Also ist das meiner für Concorde. Guck mal, da kommt das Ärmchen gar nicht raus. Nein, das mal am Rande. So, ja, ich nehme das mal eben kurz hier rein. Da habe ich mich gestern wieder so aufgeregt. Gestern Fitti-Frigo-Kühlschrank wieder aus dem Lager geholt. Die haben richtig Scheiße bei Fitti-Frigo. Richtig Scheiße. Die Kühlschränke kühlen nicht. Und zwar, die haben wir bekommen vor 3 Wochen. Ich habe da richtig Alarm gemacht. Ich sage, bewegt euren Arsch. Die sind verstopft. Das sind jetzt die Originalen wieder. Also, wir haben den Kühlschrank im Auto.
Aber der kühlt nicht. Du siehst auch vorne, das Stück Rohr vereist. Kältemittel geht nicht im Auto rein. Haben Sie irgendwelche Billigdinger genommen? Du musst ja bedenken, wenn du das hier zudrehst, stößt der Stößel, stößt das hier auf. So, der Kunde saß bis abends um 6 Uhr. Es war ein Polizist aus Dortmund, ganz nette Leute. Ich sagte, das wird 7 Uhr. Holen die den zweiten auch, der kühlt auch nicht. Dann habe ich den geöffnet, da habe ich das gesehen. Dann haben wir Trick 17 gemacht, ne? Was drunter gelegt. Aber ich habe ja alles da. Ich kann ihn erfüllen, ich kann ihn evakuieren. Das kann der Händler nicht. Der hätte zum Kunde gesagt, Sie müssen wiederkommen. Wir brechen hier ab, weil ich habe geöffnet. Wo hole ich das Kältemittel her? Habe ich ja alles. Kann ich alles, habe ich alles da, also konnte ich den Kühlschrank, war 7 Uhr abends. Und dann habe ich so in den Foren geguckt, da sind aber auch einige, die über Fritz Berger und wie die alle heißen. Die laufen auch nicht, die laufen auch nicht, da haben die richtig Kacke, da haben mich auch zwei, drei haben mich auch angerufen. Gar nichts. Gestern habe ich einen Anruf gehabt, gestern Morgen hat einer einen Kühlschrank, der hat da Probleme mit, von im Internet geholt und der ist ziemlich hier in der Nähe. Belura oder Beluna oder was. Das sind diese Haushaltskühlschränke umgebaut von Bohmann oder wie die heißen. Dann baut man da einen Kompressor ein, füllt da R134a ein. Ist verboten. In einem Haushaltskühlschrank, der für den Haushalt designt ist und du den Kompressor entfernst und baust einen neuen Kompressor ein, darfst du nicht R134a einfüllen. Das ist strafbar. Das ist absolut verboten. Die füllen die einfach mit R134 an und die Kunden bauen sich da den Wohnmobil ein und schreiben im Forum, wie billig der Kühlschrank ist. Geht's noch? R134a ist seit 2012 im Kraftfahrzeug verboten. Also Klimaanlage im Auto. Ist jetzt 1234YF. Und im Haushalt ist es auch, glaube ich, seit 13 oder 14 verboten. Haushaltskühlschränke haben R290. Wisst ihr mal Bescheid. Kannst dir nicht einfach einen Kühlschrank kaufen, der gar nicht zugelassen ist. Aber der ist ja billig. Ich weiß es aber. In einem Haushaltskühlschrank, der als Haushaltskühlschrank deklariert ist und designt ist, darfst du kein R134a einfüllen. Du machst dich strafbar. So sieht's aus. Ja, jetzt muss ich die Fiti Frigos umbauen. Muss ich überall neue Kupplungen dran machen, aber das dauert mir auch alles zu lange. Ich bin froh, wenn das später unser eigener kommt. Ich war immer happy mit Fiti Frigo. Aber es darf auch nicht kaputt gehen. Es dauert. Lampe kaputt. 4 Wochen habe ich auf die Lampe gewartet. Das Kunde rufen gerne und sagt, hör mal, meine Lampe ist kaputt, mein Türgriff ist kaputt. Der ruft im Juli an und Ende August hat er den Türgriff. Nein, der ruft montags morgens an und sagt, der Türgriff ist abgebrochen. Montags mittags tue ich den in eine Post. Und mittwochs hat er den Türgriff. Das ist meine Philosophie. Da kannst du alles vergessen. Also gut, Fiti Frigo, das war schon ein Abenteuer. Ne? Kühlen alles gar keine Frage. Aber du darfst nichts haben. Die sind zu weit weg, Italien. So, also, hier wisst ihr jetzt, warum ist es dazu gekommen. Ne? So sieht es halt aus. Warum haben wir das gemacht? Und das machen wir, wie gesagt, meine Frau, ich war gerade vorhin im Büro, meine Frau sagt, sie meinte, wir hätten irgendwann Mitte oder Ende 12 die ersten in den Autos gepackt. Gut, dann ist er, weiß ich nicht, dann ist er 11 Jahre, egal. Wir haben jetzt gesagt, 10 Jahre Charlie und das kann man auch nicht kopieren. Wir werden ja auch kopiert, wir werden auch kopiert. Der Götze macht ein schönes Schild im Wohnmobil rein, 2 Wochen später macht der andere auch das Schild da rein. Also auch Copyshop. So sieht's aus, liebe Camper. Jetzt haben wir diese Woche hier wenig Leute hier. Karneval, Karneval, Karneval. Und morgen ist noch viel schlimmer, Freitag. Freitag sind aus der Werkstatt viele, sind alle Karneval feiern lassen. Ich werde vielleicht Samstag ein bisschen noch an meinem Auto machen. Hab wieder ein Stückchen gemacht und wieder ein Stückchen gemacht. Und kommt aber, kommt. So sieht's aus. Liebe Camper, ich wünsche euch schönen Karneval. Die Karneval lieben und feiern, das ist jedem das Seine, muss man auch alles akzeptieren. Der eine mag das, der andere mag das nicht und so sieht es halt aus. Ne? So, guck mal da, jetzt fährt er die alle wieder zurück. Guck mal, was er jetzt hier für eine Spielerei macht. Das ist schon geil, ne? Ja, so, wir machen jetzt, die machst du ja dann demnächst die neuen Wände.
Und ich brauche die Firma nicht mehr anrufen. Ich brauche die nicht mehr anrufen. Die können mich mal kreuzweise. So, so sieht es aus. Und ich werde auch einen größeren Laser kaufen. Ne? Muss immer investieren. Geld verdienen und nicht ausgeben. Wir sind in Deutschland die Hightech-Bude schlechthin. So ist es nun mal.